Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Ich habe mir vorgenommen, alles ernst zu nehmen, was Menschen sagen. Auch wenn sie es nur zum Spaß sagen. Umso mehr natürlich, wenn sie ernsthaft und überzeugt etwas sagen. Das ist mir gestern passiert. Mann, Frau, Kind, im Kinderwagen dann und so. Sehr, sehr nett alle. Und, oh, Christian, können wir ein Autogramm haben? Sag mal klar. Und sage ich, habt ihr noch mehr Kinder? Nein, aber wir wollen noch viel mehr. Oh, sage ich, warum? Da schaut sie verschämt zu Boden und sagt, wir leben doch in unseren Kindern weiter. Und er umarmt sie und sagt, das stimmt. Also ich habe nichts gesagt, sagt, wunderbar. Habe mich nicht weiter dazu geäußert. Hab alles Gute gewünscht. Vielleicht hätte ich sagen sollen, was meinen Sie eigentlich damit? Ja? Das haben Sie gesagt. Und ich habe ein Fragezeichen dahinter gesetzt, wie ihr seht. Ja? Die haben gesagt, wir leben in unseren Kindern weiter. Mit einer Inbrunst, meine Lieben, die mich ja fast erschüttert hat. Also will ich mal überlegen, vielleicht haben die recht. Vielleicht, denn schaut mal, auf diesem Satz, wir leben in unseren Kindern weiter, sind ja nicht die Einzigen, die das haben. Da sind wahrscheinlich Millionen von Menschen, leben ihre Lebensphilosophie. Haben sie da, ja? Indem sie sagen, wir leben mit unseren Kindern weiter. Und das ist es wert, untersucht zu werden. Was meinen die damit? Was meinen sie damit? Also ich habe hier das Buch des Lichts, Band 1. Nein, das ist eine Zweigschrift. Die schreibt über die Schwangerschaft. Das sehen wir hier zum Beispiel, ja, also hier drüben, wie die Wesenheit sich verankert in dem befruchteten Schoß. Das ist eine Wesenheit, die reingeht und von innen nach außen sich ausbreitet. So ist die Lehre. Dann haben wir hier die Schwangerschaft. Embryonale Rekapitulation geschieht dazwischen. Das ist jetzt mal nicht so wichtig. Nur, man sieht hier gleich, auch wenn ich also nach der Lehre bleibe, dass eine Wesenheit sich im befruchteten Schoß verankert. Jetzt sagt aber dieser liebe Mann, dieser gute Mann und diese liebe Frau, bleiben wir mal beim Mann, sagt, wir leben weiter in unseren Kindern. Ja, aber was lebt denn da weiter? Er hat seinen Samen in die Frau getan und das lebt weiter. Er ist doch hier. Er ist da, da ist der Samen. Ist er der Samen? Wie stellen sich diese lieben Menschen das vor? Meine Lieben, Millionen von Menschen bauen ihre Existenz, ihre Zukunft, ihre Hoffnung, ihre was auch immer, auf diese Worte. Wir leben in unseren Kindern weiter. Wir tun es für unsere Kinder. Also nehmen wir mal den positivsten Fall an. Ein Kind ist lieb zu seinen Eltern, gehorcht immer, macht, was die Eltern möchten, übt den Beruf aus und so weiter. Die Eltern sind zufrieden und sterben dann. Jetzt sind sie also in dem Kind? Wie? Da müssten sie ja vorher schon in dem Kind gewesen sein. Schon, jetzt könnte man argumentieren, ja, das Kind hat ja getan, was wir wollten und ein bisschen unserer Erwartungen wurde erfüllt. Darum können wir sagen, zum Beispiel das Kind ist Anwalt geworden, wir wollten gerne, dass Anwalt wird, also ein Teil unserer Erwartungen ist erfüllt. Wir sind in dem Kind. Gut, bitte.
Wir wollen mal diesen Satz uns genau anschauen. Wir leben in unseren Kindern weiter. Dürfte das Kind eigentlich gar nicht traurig sein, wenn die Eltern sterben, weil sie ja in dem Kind weiter sind. Was lebt denn da weiter? In Wirklichkeit lebt doch nur ein Teil des Körpers der Eltern in dem Kind weiter. Nehmen wir mal einen etwas nicht so positiven Ausgang an. Zum Beispiel, wenn das Kind nicht so wird, wie die Eltern es erwarten, dann wäre ja, angenommen, der Vater wird, das Kind wird nicht so, wie der Vater es erwartet. Würde der Vater ja selber nicht so werden, wie er es erwartet. Wie geht das? Da sind doch also zwei. Wir leben unseren Kindern weiter. Kind wird ein Verbrecher oder sonst was. Ist der Vater jetzt ein Verbrecher geworden, weil er im Kind schon ist? Wie ist das denn, meine Lieben, wenn der Vater lebt noch? Oder die Mutter, die Eltern. Und das Kind lebt auch. Die führen doch aber auch ihr eigenes Leben. Wann leben sie im Kind weiter, wenn sie tot sind? Da klafft so eine Lücke. Eine Lücke. Dann müsste ja der Vater oder die Mutter im Kind weiterleben. Und dann wäre kein Grund, traurig zu sein. Wir leben in unseren Kindern weiter. Aber da ist doch kein Bewusstsein, da ist nur ein Samen und ein Ei, das zur Verfügung gestellt wurde. Und die Wesenheit hat sich, laut Buch der Lieslehre auch, die Seele, wenn man so will, sagen wir jetzt mal, egal welchen Begriff wir benutzen, hat sich da verankert, breitet sich von innen nach außen aus, wird immer größer und wenn es nicht mehr reinpasst, flutsch, kommt es raus. Das ist doch was ganz anderes. Das ist doch nicht der Vater, der im Kind weiterlebt. Das ist ein Teil von ihm. Jede Verbindung ist doch da irgendwie verloren. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe eine Doku gesehen im Fernsehen vor ein paar Tagen. Da wollte man zeigen, wie weit Eltern und Kinder auseinanderleben. Gut, sagen wir mal. Und die Mutter wollte nicht, dass das Kind den am Computer immer sitzt. Und er macht, ja. Der Junge ist etwa 10 Jahre alt, die Mutter geht dahin und sagt, Mensch, spiel doch nicht immer am Computer, steckst du den Kopf zur Tür rein, so ins Zimmer. Da sagt das Kind zu ihr, hau ab, du blöde Kuh. Und die Mutter geht weg. Was lebt denn da weiter? Angenommen, der Vater sagt das. Und der Sohn sagt, hau ab, du blöde Kuh. Nee, hau ab, du Depp. Was anderes. Hat der Vater zu sich jetzt zu Depp gesagt? Meine Lieben! Die meisten Menschen bilden ihre ganze Welt auf ein zusammengeschustertes Wunschdenken aus. Vor allem auf diesen Satz, wir leben in unseren Kindern weiter. Hier nochmal gucken. Eine Zweitschrift des Buches des Lebens. Band 1. Da haben wir hier Schwangerschaft und Geburt. So. Also schauen wir mal. Man kann gar nicht oft genug, Wiederholung ist der beste Lehrmeister. Hier haben wir mal die Geburt. Da kommt er raus. Kommt da der Vater raus? Weil er sagt, ich lebe meinem Kind weiter. Entschuldigung, kommt der Vater raus? Der Samen des Vaters kommt raus. Wenn das Kind die Erwartungen erfüllt, könnte man vielleicht sagen, ein Teil meiner Erwartungen lebt in dem Kind weiter, erfüllt sich. Aber was, wenn nicht? Wie viel von Erwartungen ist eigentlich Teil des Vaters? Auch nur Energie, eine Energie, die er rausgegeben hat, wie sein Samen. Meine
Meine Lieben, wir beschreiben hier die Schwangerschaft und die Geburt, links und rechts. Die Sache ist doch die. Und da wollen viele, kommen damit nicht zurecht. Die Eltern besorgen das Gefäß für das Kind. Das Kind selber ist was ganz anderes. Und da wiederhole ich immer wieder, das Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern. Das Kind ist das Ergebnis seines eigenen Handelns, vielen Leben. Und es wird gezogen zu den Eltern. Wie das passiert, wird im Buch des Lichts erklärt. Eins ist klar, die Eltern leben nicht in dem Kind weiter. Das ist naives Wunschdenken. Natürlich kann man jetzt nicht zu den Eltern sagen, hört mal, das ist so und so, das stimmt nicht. Das müsste machen. Der Vater denkt, mein Sohn übernimmt die Fabrik und stellt sich raus, der Sohn ist ein Halotri, der alles im Puff ausgeht. Lebt der Vater jetzt im Puff weiter, wenn er tot ist, angenommen ist? Lebt er da im Puff mit dem Sohn weiter? Das glaube ich doch nicht. Auf eine völlig unlogische Aussage, die keinerlei Sinn macht, die durch nichts begründet ist. Und das ist ja so, meine Lieben, in der ganzen Welt schon so. Die Menschen erfinden sich was zusammen und leben dann in der Richtung. Und die Wahrheit wollen sie manchmal gar nicht sehen. Dass sie zum Beispiel Erfolg haben wollen, weil sie Minderwertigkeitskomplex haben, weil sie dies oder das oder jenes haben. Wir leben in unseren Kindern weiter. Das ist ja so eine furchtbare Aussage, meine Lieben. Die Konsequenzen einer solchen Aussage. Vater, Mutter haben behindertes Kind, leben die jetzt im behinderten Kind weiter? Wenn sie sterben, sind die jetzt im behinderten Kind weiter? Sie denken auch, sie sind schuld daran, dass das Kind behindert ist. Ich habe oft darüber gesprochen. Selbstverständlich nicht. Sondern die Situation ist die, dass das Kind in vergangenen Leben Aktivitäten gesetzt haben, die permanente Atome hinterlassen. Die gruppieren sich um den befruchteten Schoß, ziehen die Wesenheit rein. Die Eltern versorgen das Kind mit dem vom Kind verursachten karmischen Gefährt, Upadi, Vahan, wie man sagen will. Wir leben in unseren Kindern weiter. Das ist ja auch etwas, was nicht nur zwei Eltern sagen, sondern das wird ja auch von Gesellschaften oder von Strukturen als Philosophie verbreitet. Wir leben in unseren Kindern weiter. Mit diesen paar Worten, begründet auf nichts, kann man ganze Massen manipulieren. Ganze Völker. Ja. Ist allerdings richtig, dass gleich zu gleich gesellt sich gern. Also wenn zum Beispiel, Mutter ist Hure, Vater ist Zuhälter. Da wird kein Heiliger durchgeboren, sondern da gliedert sich dann eine Wesenheit an, die ungefähr die gleichen Schwingungen hat, die auch auf diesen Ebenen war und da weitermacht, getrieben vom Verlangen. Leben die Eltern jetzt in dem Kind weiter? Nein, sie haben das Kind nur. Das Kind sollte die Eltern verehren. Sie haben das Kind versorgt mit der nötigen Hülle, um sein Karma auszuleben. Wenn die Eltern jetzt das Buch des Lichts hätten oder seine Zweigschriften, dann würden sie schon versuchen, das Kind in andere Bahnen zu lenken, als die Veranlagungen zeigen. Denn die Veranlagung kommt vom vergangenen Leben oder von vergangenen Leben und wird jetzt durch die Mutter und durch den Vater wieder ausgedrückt. Zu sagen, dass das die Eltern sind, ist falsch. Ist falsch. Wenn ich also jetzt Eltern sage,
Ihr lebt in euren Kindern weiter. Dann haben die gesagt, sagen die vielleicht, unser Kind ist ein Monster, da leben wir nicht weiter. Ah, da geht's schon los. Meine Lieben, wir leben in einer emotional gestörten Zeit, beziehungsweise in einer Zeit, die durch nichts bewiesene, manifestierte und belegte Emotionen regiert wird. Da kommt einfach eine Emotion raus. Die wird dann als Gesetz genommen. Wir leben in unseren Kindern weiter. Ja, und im Himmel des Jahrmarkt. Hätte ich denen vor ein paar Tagen sagen können, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich hätte sie belehren können, hätte sagen können, das stimmt nicht. Hätte ich das machen sollen? Hätte ich sagen sollen, stimmt nicht. Weiß ich nicht. Hätte ich ihr ganzes Denken und Leben durcheinander gebracht. Ihre schöne emotionale Idee und Welt. Wir leben in unseren Kindern weiter. Ja, wie denn? Also, ein Fünfjähriger könnte diesen Satz schon in Frage stellen. Ja, wie, Mama, du lebst in mir weiter? Ich bin hier, du bist da. Papa, du lebst in mir weiter? Wo bist du denn? Es gibt natürlich, meine Lieben, das muss man sagen, es gibt astrale Vereinigungen. Zum Beispiel, Vater, Mutter stirbt, Kind ist da. Nehmen wir das Positive, eine liebevolle Verbindung und so weiter und so weiter. Dann kann man sagen, dass die Eltern in ihrer aurischen Existenz, in den physischen Körper abgelebt haben, für eine Weile schützend, wie wir hoffen wollen, in der Aura des Kindes verbleiben. Das stimmt. Da könnte man dann sagen, wir leben in unseren Kindern weiter. Bitte, ich untersuche das Ganze nur. Da wäre es wiederum möglich. Und das passiert oft im Negativen und Positiven. Die Auren, die Eltern verschmelzen mit der Aura des Kindes für eine Weile nach dem Tod. Durch die Anhaftung bedingt. Und leben und leiden und freuen sich mit dem Kind weiter. Versuchen auch auf astralen Ebenen schützende Hüllen zu machen und so weiter. Aber irgendwann lösen sich diese Strukturen ja auch auf, meine Lieben. Das muss man auch mal sagen. Ja. Und dann ist nichts mehr mit Leben mit dem Kind weiter. Man könnte aber sagen, nachtodlich so gesehen, leben sie in und mit ihrem Kind weiter, wenn man so will. Beeinflussen es für eine Weile. Aber grundsätzlich gesehen sind das verschiedene Wesenheiten. Wenn jetzt ein Atheist sagt, ich lebe in meinen Kindern weiter, dann wird das in dem Zusammenhang vielleicht geschehen, was er gar nicht weiß übrigens, dass er nach dem Tode in seinem Gefühlskörper eine Weile in der Aura des Kindes verweilt. Oder auch die Mutter. Es gilt dasselbe für die verstorbene Mutter oder die verstorbenen Eltern. So. Aber diese Strukturen lösen sich auf und dann lebt wieder jeder sein eigenes Leben. Geht sein eigenes Karma. Aber direkt zu behaupten, wir leben in unseren Kindern weiter, ist natürlich eine Aussage, die so nicht zutrifft. Jeder lebt sein eigenes Leben. Wir leben in unseren Kindern weiter. Das würde ja auch bedeuten, meinen ja viele, wenn ihr Leben zu Ende ist, ihr Leben ist zu Ende. Aber das andere, das ist jetzt schon in den Kindern und da leben sie weiter. So denken viele. Macht aber keinen Sinn, weil er ist ein Quantensprung, den man nicht überwinden kann. Da ist der Vater, da ist die Mutter, da ist das Kind. Wir leben unseren Kindern weiter. Und eigentlich, sind wir doch mal ehrlich, ist es ein egoistisches Denken. Sie möchten nicht sterben,
Sie wollen im Kind weiterleben. Meine Lieben, immer aufgepasst. Ist das nicht so? Haben Sie deshalb Kinder oder wollen Sie sie haben? Weil Sie eigentlich gar nicht sterben wollen, sondern weil Ihnen ein Kind weiterleben. Weil Sie denken, nix hier nach dem Tod, astral und so, ich bin jetzt da, das ist da, bin ich drin, das ist das Kind, da lebe ich weiter. Das stimmt nicht. Das ist ein fataler Irrtum. Es tröstet einen ein bisschen. Gestern ruft mich der Sohn eines Freundes von früher an. Wir sind aber dann nicht mehr so zusammen, haben uns nicht so oft getroffen. Sagt, mein Vater liegt mit Lungenkrebs in der Klinik. Gestern war es. Ja. Heute ist Montag. Gestern war es, am Sonntag. So. Ist heute Montag, weiß ich gar nicht. War es heute Dienstag? Es war aber gestern. Ich sage, ich komme hin. Er sagt, er wird bald sterben. Ruft mich an. Heute früh hat er mich angerufen, weil ich habe extra Termine verschoben, weil ich heute dorthin gehen wollte. Da liegt der Vater im Sterben, sagt er, zu spät. Ist bereits tot, der Vater. Jetzt hätte ich ihm sagen sollen, dein Vater lebt in dir weiter. Oder wenn ich dorthin gegangen wäre, hätte ich sagen sollen, du lebst in deinem Sohn weiter. Hätte ich das machen sollen, meine Lieben? Wenn das so wäre, bräuchte ich keine Angst haben vom Sterben, dann lebe ich in dem weiter. Aber die Realität zeigt mir, dass ich habe ja den Samen abgegeben, sozusagen, für das Kind dann. Der lebt weiter. Das entwickelt sich. Hat mit mir persönlich nichts zu tun. Ich hätte vielleicht gestern gesagt, am Sterbebett, das wäre gar nicht so schwer gewesen, denn er hat sich auch für Buddhismus interessiert. Er hat gesagt, du kommst wieder. Lass los, diesen stinkende Etwas. Jung und frisch und neu kommst du wieder. Und auch zu deinem Sohn, den du in anderer Weise kennenlernst. Andere Person, andere Dienst. Aber die Verbindung ist ja da. Man war ja zusammen und man erkennt sich wieder durch die Augen, sozusagen. Aber materiell gedacht, wie viele ja diesen Gedanken benutzen, ich lebe in meinen Kindern weiter, ist es ein super egoistischer Gedanke. Und wenn wir mal ein Plätzchen deinen Kindern holen, wo darf's denn sein? Wo darf's sein? Dass du weiterlebst, im Herzen, in der Niere, im Kopf, in der Leber oder wo? Wo? Ja, mein ganzes Ich ist dort. Nein, dein ganzes Ich nicht. Dein ganzes Nicht-Ich, dein Anatta, wie wir sagen. Ein Same von dir. Entschuldigung. Und die Frau hat das Ei besorgt. Gut, in Ordnung. Und jetzt wächst da etwas, das eine andere Wesenheit übernimmt. Du kriegst ja nicht da wieder rein. Und ja, es ist ja nur dein Same, der als Gefährt und als Vehikel dient für die Wesenheit, die reinkommt. Ich weiß, die meisten denken darüber nicht nach. Die überspringen ja die Möglichkeit des Einwandes, der kommen könnte, wenn man sagt, oder wenn die sagen, ich lebe in meinen gelebenen, unseren Kindern weiter. Boah. Und eine ganze Philosophie, ja nicht nur Philosophie, sondern eine reale Lebensweise basiert dann und entsteht aus diesem Gedanken, aus diesem Wunschdenken. Und dadurch wird doch das Ganze verrückt und verschoben, meine Lieben. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir jetzt mal im Astralen bleiben, dass die Eltern vielleicht das Kind nachtodlich beeinflussen, wenn sie sterben. Vielleicht auch noch sagen wollen, tu das nicht, tu dies, tu jenes.
dem Kind vielleicht sogar helfen. Und in der Weise, wie ich bereits sagte, in dem Kind weiterleben. Für eine Weile. Aber ist das gut? Ist das gut? Die haben Lebenszeit genug gehabt, das Kind entsprechend vorzubereiten. Und wenn sie sich mit dem Buch des Lebens befassen, dann müssen sie erstmal, um mit dem Kind zurechtzukommen, wissen, was da passiert, was da geschehen ist. Wenn ich ein Haus baue, bin ich doch auch nicht die Bewohner. Ich versorge sie mit einer Wohnung oder mit einem Haus. Wenn die Eltern wissen, dass sie, karmisch gesehen auch, das Vehikel benutzen für das Kind, damit es seinen karmischen Weg weitergehen kann, dann kann man sagen, ich habe dem Kind Werkzeug an die Hand gegeben, damit es seinen Weg weitergehen kann. Und was ich tun kann, das tue ich, während ich lebe. Aber ich lebe dann nicht im Kind weiter, wenn ich tot bin. Nehmen wir an, ein Feind wird durch die Eltern geboren. Kinder, die erschlagen ihre Eltern. Das passiert jeden Tag. Was dann? Lebst du dann deinem Kind weiter? Hast du dich selber umgebracht oder wie ist das? Man muss mal diese Einwände bringen, um sich zu überlegen, was man da überhaupt sagt und ob man nicht diesen Gedanken revidieren sollte, umdenken sollte. Du lebst nicht in deinem Kind weiter, sondern dein Kind hat dein Leben und du hast dein Leben. Und dein Kind ist auch nicht dein Produkt, brauchst nicht denken. Ich habe Maßanzüge. Ist der Maßschneider mein Schöpfer oder was? Nur weil ich die anziehe? Nee. Er hat sie mir auf den Leib geschneidert. Die Eltern haben dem Kind, ohne es zu wissen vielleicht, genau das auf dem Maß geschneidert, das das Kind braucht, um weiter sein Karma ausleben zu können. Dafür sollte das Kind den Eltern unendlich dankbar sein, dass die Eltern dem Kind die Möglichkeit gegeben haben, zu lernen. Also, es gibt Kinder, die sind heroinsüchtig geboren, wir haben darüber gesprochen. Soll das Kind jetzt den Eltern sagen, ihr seid schuld, dass ich heroinsüchtig geboren bin? Nein, du bist schuld. Wenn wir schon von Schuld reden, du hast es verursacht. Nicht permanente Atome. Du warst ein Druggie. Du warst süchtig, wovon auch immer, in einem vergangenen Leben. Und diese gleiche Schwingung, gleich zu gleich gesetzt sich an, hat dich reingebracht. Gott sei Dank. Karma sei Dank. Oder glaubst du, lieber Christ und lieber Muslim, ein Gott lässt ein Kind heroinsüchtig geboren werden und das andere gesund? Ja, wie weit willst du den Gott lästern? Das Kind oder wir leben weiter in unseren Kindern, aber mit großem Fragezeichen, meine Lieben. Aber da gibt es Eltern, die kannst du nicht überzeugen. Weil sie irgendwie erkennen auch, sie haben Unrecht. Und das ist die schlimmste Situation, die man einem Menschen antun kann oder er sich, wenn man ihn plötzlich durch eine Bemerkung zu Bewusstsein bringt, dass es ja nicht stimmt, was der da denkt. Dann wird er böse. Denn dann sind wir die Überbringer der schlechten Nachricht, nämlich der Nachricht, dass er sich irrt. Entweder wird er wütend oder er befasst sich mit der Lehre. Ganz einfach. Darüber kann man auch denken, was man will. Das ist mein neues Buch. Meine Lieben, wir wollten aber heute mal bei einem sehen, wie eine Idee, eine ganze Lebensrichtung beeinflussen kann bis zum Tode.
Zum Beispiel die Idee, dass ich nach dem Tod in einem ewigen Himmel lande. Was werden diese Leute, wie werden die enttäuscht sein, wenn sie vielleicht sogar in einem Himmel landen? Gar kein Problem, wenn es gute Menschen waren und so weiter. Aber auch diese Existenz ist nicht ewig. Wenn sie das erstmal mitkriegen, was dann? Fallen sie tiefer? Suchen sie Freude in anderen Ebenen, weil sie denken, da ist es vielleicht ewig? Der Mensch will immer nur das Ewige, mein Leben, und das zu Recht. Nur, er definiert den Begriff ewig falsch. Ewig ist nicht etwas, das einen Anfang hat und kein Ende, gibt's nicht. Ewig ist ohne Dauer. Und diese Ewigkeit, mein Leben, die ist in uns. Wenn wir uns in der Anhaftung lösen von dem, was nicht ewig ist. Und das ist doch ganz einfach, das festzustellen. Die Christen und Muslime machen das auch. Sie bleiben halt nur beim Geist stehen und denken, der ist ewig. Nö, der ist auch nur eine Hülle. Feinstofflich, wunderbar, wunderschön. Auch die vergeht. Und was entsteht und vergeht, das bist du nicht. Das bist du nicht. Nee. Sonst würdest du die Veränderung gar nicht wahrnehmen. Leben wir weiter in unseren Kindern? Und wenn jemand jetzt erkennt, das stimmt gar nicht, was ist es dann? Wenn diese beiden, es war auch gut, dass ich diesen beiden lieben Menschen, die mit ihrem Kind da waren, mir gesagt haben, wir leben in unseren Kindern. Ja, ich wollte ihre Illusion nicht zerstören. Hätte ich sie zerstören sollen? Was wäre es gewesen, wenn die schlau und intelligent gewesen wären? Oder mit gesundem Menschenverstand? Und er hat gesagt, der hat ja recht. Wir leben gar nicht weiter in unseren Kindern. Hätten sie die Kinder deswegen, oder das Kind, weniger geliebt? Ich hoffe doch nicht. Ist das Kind der Erfüller deiner Träume und Wünsche? Und dein Vehikel nach dem Tod, damit du weiterlebst? Deshalb legst du deinen Samen in einen feuchten Schoß ab, denn es braucht ja Feuchte, um zu wachsen, ist ja klar. Damit du hoffst, dass du das bist? Damit du da weiterlebst? Damit du da überlebst? Könnte man fast sagen, so ein Kind fühlt sich missbraucht. Ja, Entschuldigung. Vielleicht will das Kind gar nicht, dass der Vater da weiterlebt. Missbrauchen die Eltern ihr Kind oder ihre Kinder, wenn sie sagen, wir leben in euch weiter? Was ist denn das für eine ungeheure Verantwortung, die wir den Kindern auflegen? Oh je! Im schlimmsten Falle könnte das Kind sagen, jetzt bin ich die endlich los. Will ich jetzt nicht. Nehmen wir an. Und jetzt leben die noch weiter in mir. Hilfe! Exorzismus! Das ist natürlich ein falscher, auf Wunschdenken aufgebauter, schädlicher Gedanke. Davon sollten wir uns lösen. Jeder ist für sich allein. Und wenn er Einheit sucht in dieser Welt, einen Anker, ein Verbleibungspunkt, wird er immer wieder enttäuscht werden. Und darum vereinen sich die Menschen und Tiere und die Pflanzen eigentlich auch. Sogar die Mineralien vereinigen sich, sag ich euch. Wenn die Kristalle anschließen, was glaubt ihr, wo dieser Reproduktionsvorgang herkommt? Weil sie in einer Welt sind, in der sie nicht gehören, in einer Welt der Dualität. Und in dieser Welt fühlt man sich halt halb, wenn man sich nur mit dem Körper identifiziert. Ja, selbst wenn man sich mit dem Geist identifiziert, ist man eben nur halb. In der physischen Welt haben wir dichte Körper. Da kommt die Getrenntheit besonders zur Wirkung. Geht bis in die Perversion. Das Langanhalten des Orgasmus, denn im Orgasmus haben wir ja Tantra-Sex und so weiter, was da von den Lamas verkauft wird.
Im Orgasmus haben wir so eine Art Einheitsgefühl, das stimmt. Aber das ist auch vergänglich. Und wir erwachen von der Illusion. Das heißt also, es gibt keine Einheit in dieser Welt der Getrenntheit. Impossible, unmöglich. Kinder, die geboren werden, sind Wesenheiten, die Einheit in der Welt suchen. Jetzt haben sie die Mama. Mama, erste Wort, oder Papa. Und für eine Weile können sie das Leiden der Dualität überwinden, können sie ein bisschen das hinkriegen. Aber sie werden immer wieder getrennt, getrennt, getrennt. Die Mama braucht ja nur mal 3 Schritte weggehen. Ruft das Kind, Mama! Seht ihr nicht, in welchem Elend wir leben? Ganz egal, wie viele Glücksmomente es gibt. Wir leben in einer Welt der Getrenntheit. Und die versuchen wir immer wieder zu überwinden. Durch Wunschdenken wie wir leben weiter in unseren Kindern. Wir missbrauchen die. Wer so denkt, missbraucht das Kind. Das ist so wie einer, der sagt, ich ziehe jetzt zwar aus der Wohnung, die kannst du haben, aber ich will immer wieder reinkommen. Ist ja alles verständlich, meine Lieben. Das Buch des Lichts lehrt, Hölle, Erde und Himmel sind Welten von Satan, des Widersachers. Erlösung ist nur in Nirvana. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Let it go, let it flow, deep inside, it is wrong, just be a channel of love. You can touch, you can feel, but you know it is real. Channel of love. Don't let the world fool you. Don't play their game. Things are changing, nothing stays the same. So be like a channel of love. Let His light shine on you from above. Let the world know that you are free. Be like a bird in the sky. Spread your wings and learn how to fly. You can be whatever you want to be. Down and low, you don't know where to go. Just be a channel of love. Keep on trying, and you know you can't deny. Just be a channel of love. Don't let the world fool you. Don't play the game. Things are changing, nothing stays. So be
channel of love. Let his light shine on you from above. Let the world know that you are free. Be like a bird in the sky. Spread your wings and learn how to fly. You can be whatever you want to be. Shine on you from above. Let the world know that you are free. Be like a bird in the sky. Spread your wings and learn how to fly. You can be whatever you want to be. So be like a channel of love.